Hallo Sportsfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Rulnfrid Insight. Heute bin ich zu Gast bei einem der erfolgreichsten Brieftaubenzüchter von Deutschland. Er ist mehrmals deutscher Meister geworden und hat in der Vergangenheit immer wieder Aspen-Olympiatauben für Deutschland hervorgebracht. Ich begrüße heute im Namen von Rulnfrid Insight Wolfgang Röper aus Pinneberg. Wolfgang, du weißt ja, Brieftaubenzüchter sind immer sehr neugierig und da du ja in den letzten Jahrzehnten, man kann es ruhig sagen, einer der erfolgreichsten Brieftaubenzüchter in Deutschland warst und bist, mit unzähligen Titeln auf Bundesebene, deutscher Meister mit den jährigen Olympiatauben, da gehen wir nachher mal ein bisschen näher drauf ein. Und wir wollen natürlich heute ein bisschen an der Oberfläche kratzen, um vielleicht nochmal das ein oder andere Geheimnis zu erfahren, damit wir in die Richtung kommen, wo du schon seit Jahren spielst. Ich freue mich natürlich auf schöne Gespräche, hoffe, dass ich sehr schöne Tauben sehen werde und erwarte einfach mal einiges für diesen Tag. So, Sportsfreunde, jetzt gehen wir mal in den Witwerschlag. Hier seht ihr schon mal eine Ahnengalerie. Na, das war das Superreisejahr 12. Ja, da, man sieht hier, da ist nichts ausgeblieben. Ja, warte mal, Wolfgang, wenn wir doch jetzt direkt bei diesem Jahr sind. Warum warst du denn in dem Jahr noch erfolgreicher eigentlich, als du generell schon bist? Ich war, glaube ich, 2010 war ich auch Erster. Ja, aber 2012 war ein absolutes Top-Jahr für mich. Ja, dass man auch so leicht nie wieder bekommen wird. Ich denke, das gibt's nicht nur einmal im Leben. Und da muss man noch sehr, sehr viel Glück haben. Wenn du das siehst, damals war das noch das schwere System mit mindestens zehn Preise waren gefordert. Du siehst hier 12. Erster Mittelstreckenmeister, erster Weitstreckenmeister, erster Jährigenmeister, erster RV-Verbandsmeister auf Bundesebene, erster Klinik-Cup auf Bundesebene und 11-mal erster Preis nur mit den Alttauben. Wenn du jetzt noch an das Jahr zurückdenken kannst, mit Sicherheit, hattest du im Frühjahr schon eine Ahnung, dass es so laufen wird? Hattest du ein sehr gutes Gefühl bei den Tauben, die du hattest damals? Ich hatte gute Tauben zu der Zeit. Ich hatte auch Tauben, die in 2010 da die Meisterschaft machten. Ja. Aber dass es derart super laufen könnte, ja, das habe ich mir nicht träumen lassen. Ja. Dass es gut läuft, davon war ich überzeugt. Das sah man schon im Winter, das sah man im Frühjahr. Die Tauben waren immer aalglatt. Und ich lege Wert darauf, ja, dass ich muss, wenn ich hier in den Stall gucke und sehe die Tauben, da möchte ich keine Struwelpeter sehen, sondern da möchte ich Tauben sehen, die aalglatt sind. Und das war den ganzen Winter über schon der Fall. Ja, die Tauben sahen super aus und waren super in Schuss. Jetzt weiß ich ja, wenn wir noch mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, dass du jetzt kein Jungtaubenspezialist bist, wenn ich das sagen darf. Du verdunkelst ja nicht und belichtest nicht. Nein, gar nichts. Also meine Jungtauben, die werden so vom, kannst du dir auch angucken, den Schlag, ja, es werden keine Jungtauben belichtet, es werden keine Jungtauben verdunkelt, wird keine Schiebetürmethode gemacht, alles nichts, weil ich auf das Jungtierfliegen keinen gesteigerten Wert lege. Ja. Für mich ist wichtig, dass die Jungtaube möglichst viel mal in KB kommt. Wir haben mit den Jungtauben 5 Vorflüge und 5 Preisflüge bis 300 Kilometer. Und das reicht mir dann, 10 Flüge im KB. Das versuche ich immer, dass die Jungtauben 10 Flüge in KB kommen. Aber ich lege null Wert darauf, ja, ob die jetzt 5 Preise haben oder sie haben einen Preis oder sie haben auch gar keinen Preis, dann ist nachher bei der Selektion der Jungtauben, die ich über Winter behalte, da ist dann die Handbeurteilung, dass ich sagen kann, so, okay, das ist eine Jungtaube, die gefällt mir, die bleibt, die wird jährig. Also, wenn man jetzt, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, mit Sicherheit sogar, haben diese Tauben, die 2012 diese sensationellen Meisterschaften alle geholt haben,
Haben die ein besseres Jungtierjahr gehabt als die Jahre vorher oder nachher? Oder waren die so wie alle anderen auch? Oder waren da welche überragend bei? Nein, die waren eigentlich so wie alle anderen auch. Ja, also da hat sich nichts geändert. Wenn ich hier sehe, hier 272, sieh dir mal die Punktzahl an. Der fliegt 973,75 mit 10 Preise. Das ist ein Schnitt von 99,38, nicht? Ja, das ist schon. Das ist ein Jähriger. Ja, fliegt voll Haus. Ja, hier, sieh mal, das konnte ich nicht ahnen. Der 114 fliegt zum Beispiel 4 Wochen hintereinander den ersten. Ja, auch ein Jähriger. Ja, ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Da hast du ja auch unzählige Asttauben bei den Vögeln unter den ersten 10 gehabt. Ich glaube, da gab es ja fast gar keinen Zwischenfall. Oh, wie viel sind das gewesen? Augenblick, also 6 doch bestimmt. Erste Asttaube. Zweite Asttaube. Moment, wo geht's weiter? Hier 7. Asttaube. Da oben der 4. Hier 6. Asttaube. Da der 4. 4. Asttaube. Da sind wir schon bei 5. Und ja, dann der 8. 6. 6. Guck mal, habe ich schon gut geschätzt. Ja, und ich glaube, 6 davon auch Olympiatauben, nicht? Die waren, 6 Stück waren dann auch auf der Olympiade. Das ist ja auch nicht so ganz schlecht. Nee. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass es so ist. Auch diese Punktzahlen, die hat es ja noch nie, diese Punktzahl von ihm, die hat es noch nie gegeben. Sieh mal, und dieser Vogel jetzt, das ist ja, Herberts nannte ihn Big Boss. Ja. Ja? Und Big Boss hat ja dann als 10-Jähriger nicht mehr befruchtet. Und da habe ich Jo Herberts angerufen. Ich sage, Jo, bevor du den Vogel tot machst, ja, da möchte ich ihm das Gnadengurt geben. Der sitzt bei mir hier unten, ja, mit einem Weibchen, ja, hat praktisch immer Freiflug, ja, aber befruchtet, hat bei mir, vor 2 Jahren ist er hier rübergekommen, hat nicht ein Ei befruchtet. Sieh mal, der fliegt zum Beispiel, ich fliege vom Augenblick mal, vom Endflug mache ich, vom Regionalendflug mache ich den ersten, zweiten, dritten, ja, da kommt der Vogel. Ja, und wann machst du? Dann guckst du auf die Uhr. Naja, jetzt müsste eigentlich gleich die nächste kommen, ja? Und dann guckst du wieder auf die Uhr. Schon 3 Minuten vergangen. Schon 5 Minuten vergangen. 10 Minuten vergangen. Ich wusste mir gar nicht zu helfen. Ich denke, wo gibt es sowas hier? Und dann fliegt der mit 13 Minuten Vorsprung den ersten. Ich fliege den ersten, zweiten, dritten, ja, und er hat noch mit 13 Minuten Vorsprung gemacht, Big Boss, da noch den ersten. So, Sportsfreunde, hier seht ihr nochmal den Big Boss. Wolfgang hat ihn jetzt nochmal für uns alle gefangen. Der sitzt ja 2 Jahre bei mir, kriegt das Gnadenbrot, hatte die Hoffnung, dass er als 10-Jährig bei mir vielleicht noch mal ein Ei befruchtet, ja. Aber das war nichts, er hat nichts befruchtet, ja. Und das ist wieder für mich eine stark pigmentierte Taube. Das ist für mich ein idealer Flügel. Der hat sogar hier noch eine Dekalage, ja. Also, ich finde, das ist eine ideale Taube. So ja, widersprechen kann man niemals bei so einer Taube, ja, die so eine Leistung gebracht hat. Da, ne, hast du recht. Also, wer da widerspricht, der sollte schnell den Hof verlassen, würde ich sagen, ne? Oh.
das ist praktisch mein Telefonbuch. Heute habe ich sie zum Teil gespeichert, ja. Aber hier, das ist, du siehst das hier, ja, Rudi Diels, Gabi van der Nabel, Jos Herberts, Raff Herberts, ja. Wen haben wir hier noch? Eddie Jansen, Jos van der Wegen, Dirk van Dijk. Ja. Aber ich würde fast sagen, die haben dich doch mehr angerufen wie du die, oder? Nö, das hält sich die Grenze. Okay. Erik Limburg, ja, Eierkamp, Paul Hulz und. Ja, weißt du, und dann sind das so die Züchter, wo du dann halt letztendlich auch immer in Kontakt warst, um auch wieder an gute Tauben zu kommen? Ja, ja. In die Richtung geht das ja bei dir immer ja, schon. Ja, das, sieh mal, man hat einige Fehlkäufe gemacht, ja, aber man hat auch richtig gute Käufe gemacht. Und richtig gute Käufe, ja, die habe ich gemacht bei den Gebrüder Jansen, Ende 70er, 80er Jahre. Dann vor allen Dingen bei Gabi van der Nabele. Sehr gute Tauben gekauft bei Karl Schellens, ja, zu ganz vernünftigen Preisen bei Karl, ja, und bei Leo Heeremanns auch hervorragende Tauben gekauft. Diese Tauben, die ich gekauft habe, ob das Gabi van der Nabele war, ob das in den früheren Zeiten war, alle Tauben, ja, die ich geholt habe, die habe ich auch geschickt. War für mich der schnellste Weg aus dem einfachen Grunde. Da brauchte ich nicht Jahre warten, ob die Enkelgeneration fliegt, da wusste ich gleich. Also, die können's und aus denen kann ich züchten. Wolfgang, wenn du sagst, du bist ja viele Jahre, bist du immer nach Belgien gefahren oder Holland auch? Vor allen Dingen Belgien. Nach Belgien, okay. Wie waren denn deine Kriterien? Wo bist du denn wann wohin gefahren? Wie hast du das denn entschieden? Hast du dir Preislisten angeschaut? Naja, ich hatte, seinerzeit gab es noch zwei belgische Zeitungen. Dann gab es den belgischen Duivesport. Und dann habe ich seit zig Jahren habe ich die Duif, ja. Heute gibt's ja nur noch die Duif, ja. Und dann vor allen Dingen durch Kontakte zu belgischen Züchtern. Ich will dir nur ein Beispiel nennen. Ich war, das ist gewesen in den 80er Jahren, bei Etienne de Vos. Etienne de Vos war ein richtig super Weitstreckenspieler in derlei, ja. Und dann fragte ich Etienne, ich sag du, Etienne, wer spielt hier bei euch in Westflandern am stärksten die große Mittelstrecke, ja, von 300 bis 600, 700, ja. Und dann sagte ich, eindeutig Gabi van der Nabele. Ich sag, wer? Ja, Gabi van der Nabele. Ich sage, ist das eine Frau? Und dann sagte Etienne, nein, das ist keine Frau. Das ist, normalerweise heißt es nicht Gabi, sondern Gabriel. Und davon ist das abgeläutet. Und von Etienne habe ich mir gleich die Adresse geben lassen von Gabi und bin dann gleich eine Stunde später bei Gabi gewesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass den Gabi damals noch nicht so viele kannten und dass die Preise da wahrscheinlich noch akzeptabel waren, die, oder? Die Preise waren akzeptabel. Die Preise waren für meine Verhältnisse waren die akzeptabel, wie ich schon sagte. Ja, aber auch damals schon, sieh mal, das ist gewesen 89, ja. Da kosteten die Tauben auch schon 250 Mark, wohlgemerkt bemerkt bei Gabi. Und dann bin ich, als die Jungen dann absatzfähig waren, ja, bin ich zu Gabi und habe bei Gabi dann 8 Stück gekauft. Und ja. Die hast du auch geschickt? Und die habe ich auch geschickt, ja. Gottes Willen, dann würde ich ja nachts nicht ins Schlaf kommen, wenn ich die als Piepser rauslasse. Die hast du rausgelassen? Ja, die habe ich ja. Und hast du keinen durch einen Raubvogel verloren oder so? Kannst du vielleicht? Naja, gut, okay, man verliert durch einen Raubvogel, man verliert am Haus. Aber das Risiko, das muss man, aus meiner Sicht, muss man das dann eingehen. Denn ich will ja erstmal ausprobieren, sind da überhaupt bei diesen Gabi-Tauben, sind da welche zwischen? Ja, und dann kann ich ja weitersehen. Was nützt mir das, wenn ich für mehrere tausend Euro mir den Stall voll Schrott hole,
Ja, und stelle dann fest, nee, das geht nicht und das geht nicht. Und jetzt haben wir das dritte Jahr und jetzt versuche ich es mit den Enkelkindern. Nee, geht auch nicht. Wissen Sie, Stefan, das ist schwierig. Deshalb verstehe ich auch nicht, ja, dass Leute übers Internet Tauben kaufen, ja, die, ja, wo der Großvater eventuell oder der Urgroßvater mal eine Asttaube war. Denn rechnen dir das mal aus, was ist denn, wenn der Großvater Asttaube war? Du holst dir jetzt einen Enkel. Was züchtest du daraus? Du züchtest Urenkel. Und wie viel ist dann noch vom Großvater drin? Keine 10% mehr. Dann wird die Luft dünn. Die ist sehr, sehr dünn. Ja, ja, da gebe ich dir recht. So, Wolfgang, jetzt sind wir in deinem Witwerstag, den ja schon viele kannten durch andere Reportagen auch. Ja, also das ist hier der erste Schlag. Ja, die sind jetzt, lass mal offen, spielt keine Rolle. Ja, komm mal hier, komm mal weg hier, komm. Das ist der erste, das ist der zweite. Beide Schläge sind identisch. Ja, also du kannst hier, komm mal hier rüber. Ja, dann siehst du. Ach, du hast sie jetzt angepaart, ja? Ja, die Tauben sind am Samstag sind die angepaart worden. Ja, das zweite Mal. Ja, ich reise trockene Witwerschaft. Ja. Das erste Mal sind sie vor gut 3 Wochen angepaart gewesen, haben dann etwa 7 Tage gebrütet, sind getrennt worden und jetzt in der Zwischenzeit, in diesen gut 3 Wochen, ja, habe ich sie versucht, allmählich rauszukriegen und sie ein bisschen ja, zum Fliegen zu bringen mit Fahne, ja, weil Winter über waren sie sehr viel eingesperrt. Und jetzt werden sie das zweite Mal angepaart. Die werden Wochenende legen, die Tauben. Und dann brüten sie 5, 6 Tage nochmal. Und dann wird alles abgeräumt und dann sind sie voll Witwer. Wenn du die jetzt am Haus rauslässt, wenn das Wetter wieder besser ist, die Weibchen sind ja bei dir auch gewöhnt, nehme ich mal an. Ja, sind alle gewöhnt. Fliegen die denn dann schon vernünftig, wenn die jetzt mit Weibchen rausgelassen werden? Nein, das ist noch nicht. Sie treiben jetzt zunächst. Ja, gerade gestern wieder hatte ich sie, da war nachmittags, war mal das Wetter etwas besser, habe ich raus, ja, der da oben, der fehlt, 179, den hat gestern der Habicht gleich geschlagen. Ja, das ist das Problem hier. Ja, das Problem haben natürlich viele auch. Nee. Ich auch, bei mir hat er auch gestern wieder eine geholt. Nee, und das ist nun mal, muss man mitleben, nicht? So, Sportsfreunde, hier seht ihr. Ganz einfach, hier wird noch mit der Hand gekratzt sozusagen. Ja, also ich... Aber was mir direkt auffällt, liebe Sportsfreunde, ist, der Schlag ist extrem staubfrei. Finde ich. Und naja, nun, muss ich zu sagen, der ist vor 14 Tagen, ja, ist der praktisch unten unter dem Kotbrenner, da ist es gesäubert worden. Dann ist ein Bekannter, der hat das gemacht, ja, der hat dann auch das alles ein bisschen abgewischt, ja, also das ist so. Nee. Ich denke, der Schlag, der ist 81 gebaut, ja. Der Schlag, der funktionierte gleich super, ja. Ich habe nur, der Schlag ist oben der First, der liegt eine, das sieht man jetzt schlecht, weil es so dunkel ist draußen, ja. Der First liegt eine Dachlatte Stärke höher, also 4 Zentimeter ist der First höher. Und nur durch den First und von der Stirnseite, beide Stirnseiten, kommt frische Luft rein. Ich hatte vorher, hatte ich hier draußen
noch Belüftung, Entlüftung in so Dreifachstufen. Und hier war dann die Geschichte, das habe ich alles wieder zugemacht, das ist dicht. Jetzt gibt's nur noch oben die First. Und denn das war dann für mich selbst war es unangenehm. Das zog im Nacken, weißt du, man hat das Knick eingezogen, ja, weil es hier zog. Ja, und da habe ich alles dicht gemacht. Ja, und jetzt ist, wie gesagt, nur da oben. Also kommt die Luft definitiv nur von oben? Und von Stirnseite. Und von der Stirnseite kommt ja die Luft. Sonst gar nicht. Aber du darfst eins nicht vergessen. Ich denke, das ist meiner Ansicht nach mitentscheidend bei dem Schlag. Wenn du das siehst, pass mal auf, wir werden das mal eben ausmessen. Wie hoch ist das hier hinten? 7, hier hinten ist, wie viel haben wir da? 1,80. Aber hier, wo die Lüftung, jetzt ist diese Lüftungsgeschichte, ja, da diese Decke geht schräge hoch. Da sind wir doch bestimmt bei 2,30 nachher. Sieh mal, da sind wir jetzt aber schon bei 2,30. Und da bei 2,50. Und ich denke, durch diese Schräge, das fällt zwar, ja, den meisten fällt das gar nicht auf, ja, da habe ich ja, gute Geschichte gemacht, denn ich habe mir dieses Schlag, als der 81 gebaut wurde, 80, 81 ist der gebaut, habe ich mir den abgeguckt bei Jan Grondula und habe ihn dann von Jan Grondula übernommen und hier dann so aufgestellt, wie es möglich war. Und hattest du schon immer das Verlangen, kein Licht im Taumschlag zu haben? Wolltest du nie Licht haben, oder? Nee, ich wollte es immer, als ich noch voll im Arbeitsprozess war. Da war es ja so, dass wenn du nach Hause kamst, und ich war auch viel unterwegs ja die Woche, ja, dann hat meine Frau die Tauben zum Teil versorgt, ja. Und ich mochte dann im Winter, ja, wenn es um 4 dunkel ist, da hatte ich keine Lust, um 4 noch auf dem Taubenstall mit irgendwelchen Leuten zu wanken. Ja, das habe ich dann immer sagen können, ja, tut mir leid, können wir nicht rauf, ich habe kein Licht, es ist dunkel. Also war es so früher so ein bisschen Selbstschutz sozusagen, ja? So ist es. Ah, okay, so, ja, ist auch clever. Ja, okay, gut. So ist das. Der Nachteil jetzt ist ja hier mit, früher war es ja so, dass du noch mit Ringen, mit dem Gummiring konstatiert hast, ja, dann war es ja kein Problem. Die Fenster waren alle offen, ja, die Tauben huschten rein und die Tauben nahmst du weg, ja, und hast du dann konstatiert, war das eine schlechte, dann hast du den Gummiring noch an die Seite gelegt, kam wieder eine schlechte, also auch an die Seite und hast dann als erstes nur immer die sogenannten Favoriten genommen. Du merktest halt, stopp, der Konkurs, der könnte jetzt dem Ende zugehen. Jetzt dreh sie mal alle schnell durch, damit die anderen auch preisfliegen. Ja? Jetzt ist es ein Riesenproblem, denn jetzt ist es so, Augenblick mal, ich mach mal hier das Fenster auf. Vorsicht. Bleibt hier mal drin. Jetzt ist es so, dass ich das Gitter runter machen muss. Das Gitter mache ich jetzt runter. Die Tauben können jetzt nicht mehr durch die offenen Ausflüge hier in die Zelle und ich nehme sie da weg. Sie müssen hier durch. Hier sind 1, 2, 3 Antennen hier unter. Und da drüben ist das gleiche Spielchen. Im anderen Schlag, da sind auch 3 Antennen unter. Und jetzt ist das Problem, jetzt landen die Tauben auch zum Teil auf dem Dach, ja, was vorher nicht der Fall war, ja, vorher rein. Deshalb hatte ich dann Folgendes gemacht. Ich hatte an diesem Schlag, da siehst du noch die Schrauben, da hatte ich dann eine Antenne angebracht, ja, und hier hatte ich auch
eine Antenne angebracht. Nur das Problem war dann folgendes, ja, dann kamen 5, 8, 10 Tauben mit Mal, vor allen Dingen auf den großen Flügel. Und die musstest du ja dann fangen. Und dann wusstest du nachher, hast du die schon über, hast du jene schon, hast du diese noch nicht, ja. Ach so, du hast also eine Zeit lang die Tauben nach wie vor gefangen. Und ja, aber nur ein Jahr. Ah, okay. Und dann dann ist es, und dann ist dies gebaut worden. Hast du, wenn es jetzt im Sommer warm ist, lässt du das auch mal so, wie es jetzt ist, auch mal im Sommer? Nein. Oder hast du immer die Fenster zu? Im Sommer sind die Fenster immer zu. Immer zu, aus dem einfachen Grunde, dann sind die Jungtauben, die sitzen ja unten, die würden dann ja hier oben rumtanzen und dann würden die Witwer die sehen. Deshalb, ich bin dafür, dass die Witwer, dann ist hier dicht, Fall erledigt. Jetzt hast du ja kein Licht. Jetzt, wie siehst du das denn? Ich kenne Züchter, die machen zum Beispiel, lassen tagsüber das Licht an bei den Witwern. Und ich kenne andere Züchter wieder, die machen es aus und dunkeln sogar teilweise den Schlag ein bisschen ab tagsüber. Was meinst du denn? Was ist denn am besten? Oh, was das Beste ist, weiß ich nicht. Also das weiß ich echt nicht. Ja. Die Tendenz geht ja eindeutig dahin, die Witwer schon zu verdunkeln, im zeitigen Frühjahr schon. Ja. Und es geht, aber das Belichten ist, denke ich, nicht das Problem bei uns, bei den Witwern, ja. Das Problem, das taucht ja nachher erst bei den Jungen auf, ja. Also ich glaube, dass die Witwer, ich weiß es nicht, ob die belichtet werden müssen, ja. Ich denke, gut ist es, dass sie verdunkelt werden. Ich habe es auch schon versucht, ja. Ich habe hier Rollo gehabt, ja, habe sie verdunkelt, alles schon vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren schon alles ausprobiert, ja, war nicht damit zufrieden, ja, und dann habe ich die los wieder abgerissen, Fall erledigt, ja. Wolfgang, kommen wir nochmal kurz zum Füttern deiner Witwer oder generell deiner Brieftauben. Wie sieht es denn bei dir aus mit der Versorgung vom Gret? Hast du da ein System? Wie machst du das? Also für mich persönlich ist das Thema Grit, ja, ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn ich verbrauche Unmassen an Grit, ja. Die Tauben kriegen, wenn die Tauben wiederkommen, kriegen die Tauben frischen Grit. Der besteht aus 3 verschiedenen Sorten, ja. Abends, ich füttere den Grit, das muss ich dazu sagen, im Trog, ja. Abends bekommen die Tauben, ich spreche vom Flugtag, nochmal frischen Grit. Am nächsten Tag kriegen die wieder frischen Grit, ja. Abends wieder, also 2-mal täglich gibt's bei mir frischen Grit. Jeden Tag? Jeden Tag 2-mal täglich frischen Grit. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Im Winter ist das nicht so der Fall. Da muss ich sagen, da bin ich zu bequem, da bin ich zu faul, ja. Aber während der Saison, ja, von der Anpaarung an, ja, bis zum Ende, jeden Tag 2-mal frischen Grit und möglichst auch viel Rotsteine dabei. Gibst du den Narrenfüttern dabei oder vorher oder wie machst du das? Es läuft so ab, ja, die Witwer sind rausgelassen, ja, oder die Witwer sind noch gar nicht da, ja. Dann wird ausgebrannt, der Troch wird auch ausgebrannt, da kommt frischer Grit rein, ja. 3 verschiedene Sorten, ja. Dann werden die Tauben gefüttert, ja, dann kriegen sie abends, ja, bevor sie gefüttert werden, kriegen sie wieder frischen Grit, ja. Am nächsten Tag genau das Gleiche, ja. Praktisch 2-mal täglich frischen Grit. Für mich ist das eine sehr wichtige Geschichte, ja. Sie kriegen dann, der Grit kommt von Römfried, sage ich ganz offen, ja. Das sind unterschiedliche Sorten, die ich von der Firma Römfried beziehe, ja. Und ich verbrauche da Unmassen an Grit. Also
Fressen die das alles auf oder nimmst du die Reste nachher raus und gibst das in den Jungtauben oder was machst du? Die fressen nur in den ersten 5 Minuten, fressen sie Grit, ja, und dann lassen sie den Rest liegen. Den Rest des vom Grit, ja, den schütte ich aus und den schütte ich auch weg. Ja, manchmal gebe ich ihnen den Witwerweibchen noch, ja, so zum Wochenende. Bei den Witwerweibchen bin ich fauler, ja, die kriegen nur alle 2 Tage Grit, ja, das ist nun mal so, ja. Aber ansonsten schütte ich den Grit dann weg, denn die fressen ja nur die ersten paar Minuten von dem frischen Grit was. Und dann ist aus, vorbei. Bist du ärgerlich? Nö, nicht. Komm her, komm.